Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst und dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Schon aus, die großen Ferien sind da. Und diejenigen, die sogar einen Schulabschluss in der Tasche haben, für die ist die Schule sogar ganz aus. Das Wort Jünger bedeutet dasselbe wie das Wort Christ. Und du, Herr, du sendest deine Jünger. Meine erste Bitte jetzt in diesem Gebet ist, dass du auch mich sendest. Und ich manchmal deinen Schülern eine ziemlich schwere Kost zumutest. Aber du weißt, dass es hast du deine ersten Jünger unterrichtet, die Apostel. Das zeigt eben besonders das 10. Kapitel des Matthäusevangeliums. Da sendet Haus Israel. Und du schickst sie nicht unvorbereitet los, sondern du gibst ihnen einige Richtlinien auf den Weg mit. Und diese Richtlinien soll, es ist das 10. Kapitel des Matthäusevangeliums, die Verse 7 bis 5, zielt darauf ab, dass sich im Vertrauen. Lasst uns nun sehen, wie wir im Blick auf diese beiden Bereiche besser werden können, was das bedeutet und was wir da mitnehmen können. Die gute Nachricht, das Evangelium, die frohe Botschaft, nämlich das Himmelreich ist nahe. Es ist bereits Johannes der Täufer getan und sogar mit dir. Und so sollen es die Apostel tun und die Jünger und die Frauen, die dabei gewesen sind. Das Himmelreich ist deine Herrschaft, ja, aber vor allen Dingen auch deine Liebe unter den Menschen. Wir sind geliebt. Babys so geliebt haben und dann als Kinder und Jugendliche und auch als Erwachsene. Sie lieben uns ohne das. Nun, das zweite ist das Vertrauen. Vertrauen sollen die Apostel und die gesandt wurden haben. Evangeliums eben mittellos umherziehen sollen. Das heißt, dass du ihnen ja nicht ein bestimmtes äußerliches Du hast uns lieb, du liebst uns. Und du hast mich auch in dein Reich aufgenommen. Du wirst mich nicht bitten jetzt in diesem Gebet, dass wir dieses große Vertrauen zu dir haben. Also dass auch wir dieses große in ihrer Übungsmissionsreise wirklich erleben. Sie sollten erleben, dass ein paar Schuhe, das sie anhaben, eben ausreicht und dass es nicht nötig ist, und so weiter mitzuführen, da man dann ja auch versorgt wird in den Häusern, wo man einkehrt, denen man den Frieden wünscht. Du hast verkündigt, das Himmelreich ist nahe. Es soll mitten unter den Menschen Gestalt annehmen. Das ist das Entscheidende. Das Gute soll vorangehen. Du willst aber noch mehr. Du willst, dass wir leben, dass wir nicht ja den Tod als dann, wir fallen auch immer mal wieder hin. Aber wir können immer wieder neu die Gnade erlangen, ganz besonders durch das heilige Bußsakrament. Wir können neu aufstehen, überhaupt aufstehen, nicht liegen bleiben. Das ist das, was leider eine ganze Menge von Menschen tun. Sie bleiben liegen nach so vielen, wir sind zur Auferstehung berufen. Das ist etwas ganz Großartiges. Wir können das weitergeben. Auch andere, die wir so treffen, vielleicht auf der Straße oder wo es auch sei, ohne dass wir hier auch heute.
Das Evangelium der Heiligen Messe, aber überhaupt auch das Evangelium ist das Wort Gottes, was heute, bitte, du legst es uns heute ans Herz. Du mach dich auf. Bleib nicht für dich. Lass den Glauben nicht einfach nur ja, weitergetragen wird. Und es ist aber wichtig, der Heilige Josef Maria nannte dieses Apostolat. Es ist nicht unsere Wirksamkeit von uns aus. Deine Gnade ist nötig. Mitarbeiten und eben den Glauben tatsächlich an viele Menschen weitergeben. Der Heilige Josef Maria sagte einmal, das Apostolat, das wir ausüben, ist nicht unser Apostolat. Was hätten wir denn überhaupt zu sagen, wenn es unsere Sache wäre? Es ist das Apostolat Christi, das wir tun, weil Gott es so will und uns den Befehl dazu gibt und auch gegeben hat. Er sagt uns, kann Apostolat, wie kann Glaubensweitergabe und auch Mission gelingen? Nun, das sagt auch der heilige Josef Maria, es muss auf Verständnis gründen. Er hat häufiger wiederholt, mehr als im Geben verstanden zu werden. Das schmerzt, das macht das Herz zu, das verschließt das Herz, das lässt er oder sie gar nicht an sich heran, er redet einfach nur, ja, drauf los. Nein, wir wollen die Leute da abholen, wo ihre Meinung eben vertreten, ja, welchen Ausgangspunkt sie haben, das ist das Entscheidende. Der Heilige Josef Maria hat sich immer bemüht, die Freiheit des Menschen, ja, es gibt Menschen, die nicht verstehen wollen, die dies also nicht an sich heranlassen wollen, das Evangelium. Ja, möglichst alle Menschen irgendwo auch verstehen, in dem Sinne, dass wir ihnen offen begegnen. Denn nur so, wo dann der Samen des Evangeliums hineinfällt, wir kennen dieses Gleichnis aus der Heiligen Schrift, oder der Samen, oder er kommt auf heißen, trockenen Boden, wo er natürlich auch nicht Wurzeln schlagen kann, wo dann auch, wenn es regnet, er wunderbar bewässert werden kann und Erde findet, Nährstoffe des Apostolates. Also Verständnis haben für den Ausgangspunkt der Menschen mit Hilfen. Was ist die richtige Art und Weise, ja, diesem konkreten Menschen den Glauben noch ein Stück, eine wichtige Sache, das ins Gebet mit hineinzunehmen. Also sozusagen über die einzelnen Leute, mit denen wir sprechen. Das ist eine wunderbare Sache, das macht Freude. Und wenn wir sehen, dass Früchte kommen, natürlich macht das dann noch mehr Freude. Es ist die Saat der Brüder, ja, etwas weitergeben, was im Grunde genommen vergeblich weitergegeben wird. Und dieses Verstehen schließt auch mit ein, das sind auch Worte des heiligen Josef Maria, nun, dass wir nicht Feinde haben, irgendwie Feinde, Menschen, die uns feindlich, Herr, den Weg zu finden, wie das Herz geöffnet werden kann. Also wollen wir jetzt in unserem Gebet dich wirklich bitten, Herr, lass mich, auch mich, für dich. Aber dann lass mich den Blick weiten. Vielleicht gibt es auch Menschen, die nicht unbedingt so gut befreundet sind mit mir, aber haben wollen. Hilf mir dabei, dass ich die richtigen Worte finde, sodass sich die Herzen der Menschen dich als den Mittelpunkt ihres Lebens erfahren und nicht nur erfahren, sondern dann auch einen Schritt weitergehen und wacker wird. Aber noch etwas. Ich möchte selbst das an erster Stelle ja für mich tun. Herr, mach du, öffne du es, damit ich zuerst einmal wirklich ganz nah bei dir bin und dies auch weiterzugeben, dann wird es nicht theoretisch, dann ist es wirklich praktisch, dann ist es aus Erfahrung etwas, dass ich da zu sein, Jünger zu sein, Apostel zu sein. So wollen wir es tun. Herr, hilf mir dabei. Sei